Vielen Dank an Martin und Björn für die professionelle Überleitung und die nette Vorstellung. Sarah und ich freuen uns sehr, in diesem Jahr Teil des AEC sein zu dürfen und einen Vortrag darüber zu halten, wie sich die letzten 12 bis 18 Monate auf die Positionierung und die Produktvision von Linspin ausgewirkt haben. Der Titel unseres Vortrags lautet Linspin Post-Corona. Wir wollen also einen Blick in die Zukunft werfen und gucken, wie sich die Anforderungen an ein Intranet im Allgemeinen und an Linspin im Speziellen in den letzten 1 bis 1,5 Jahren verändert haben. Bevor wir jedoch in die Zukunft schauen und gucken, wie das Linspin morgen aussehen könnte, wollen wir erstmal in die Vergangenheit zurückreisen, und zwar in das Jahr 2020, genauer gesagt an den Anfang des Jahres 2020, als Corona noch irgendeine komische Krankheit war, die irgendwo in der chinesischen Provinz grassierte und von der niemand in Europa glaubte, von den beiden BioNTech-Gründern vielleicht mal abgesehen, dass sie unsere Arbeitswelt so dramatisch verändern würde, wie sie das getan hat, und von der wir bei Cybert Media niemals geglaubt hätten, dass sie die Produktvision von Linspin beeinflussen könnte. Die aus heutiger Sicht etwas trivial anmutende Frage, die wir uns Anfang 2020 gestellt haben, war, wenn wir über Linspin nachgedacht haben, wie läuft es denn eigentlich so? Und die Antwort war auch relativ simpel, nämlich ziemlich gut. Und ziemlich gut war vermutlich noch etwas untertrieben, denn Linspin war zu dem Zeitpunkt gerade 5 Jahre alt geworden. Und in den 5 Jahren seines Bestehens war Linspin zu etwas wie dem Platzhirschen herangereift, wenn es um Social Intranets und Intranets auf Basis von Atlassian Confluence ging. Und ich als Zahlenmensch gucke dann immer nach irgendwelchen Kennzahlen, die ich mir angucken kann. Wie hat sich das entwickelt? Woran kann ich mich festhalten? Und da gibt es 3 Zahlen, die ich gerne mit euch teilen will, die mir sehr imponieren. Die erste Zahl ist 250. Das ist die Anzahl der Kunden, die Anzahl der Organisationen, die inzwischen Linspin als Intranet einsetzen. Die zweite Zahl ist 1 Million. Es gibt mehr als 1 Million Unique User, die Linspin als ihr Intranet nutzen. Und die dritte Zahl ist 30. Es gibt 30 Partner, die Linspin vertreiben, verkaufen und Dienstleistungen rund um Linspin erbringen und somit das gesamte Linspin-Ökosystem noch größer machen. Und diese 3 Zahlen sind für uns unglaublicher Grund zur Freude gewesen, riesen Meilenstein, die wir erreicht haben. Und da hat bei uns ein bisschen Partystimmung geherrscht, oder zumindest beim Neubi und bei mir hat Partystimmung geherrscht, wie man auf dem Bild hier sehen kann. Trotz Partystimmung haben wir allerdings schon damals geahnt, dass das Jahr 2020 noch einige Überraschungen für uns im Petto haben wird. Und ganz unabhängig von Corona war eine Überraschung absehbar, und zwar der starke Push von Atlassian in Richtung Atlassian Cloud und die Veränderungen, die damit vermutlich einhergehen würden. Jetzt hat Atlassian zu dem Zeitpunkt schon gebetsmühlenartig jahrelang wiederholt gehabt, dass die Zukunft in der Cloud liegen würde und dass das Ökosystem sich in Richtung Software as a Service bewegen muss. Aber wie das so ist und wie wir Deutschen so sind, man glaubt es ja erst, wenn man es sehen kann. Und als Atlassian dann Ende des Jahres das Ende of Life für Atlassian Server angekündigt hat, war die Überraschung groß. Und über Nacht sind alle zu Gläubigen geworden, dass diese Entwicklung jetzt wirklich Wahrheit werden würde. Aus Sicht von Atlassian, das will ich an der Stelle nochmal betonen, ist es übrigens so, dass diese strategische Entscheidung sehr großen Sinn macht. Und es gibt 2 Zahlen, die das meiner Ansicht nach sehr gut verdeutlichen. Die erste kommt aus einer Studie von McKinsey. McKinsey hat sich den Enterprise-Software-Markt angeschaut und sich die Frage gestellt, wie viel Prozent des Umsatzes in diesem Enterprise-Software-Markt kommt denn aus Anwendungen, die als Software-as-a-Service betrieben werden, und wie viel Prozent kommt aus Anwendungen, die on-premise betrieben werden. Und das Besondere an der Studie, die McKinsey da durchgeführt hat, ist, dass die Software, die sich gerade in Transition befindet, die also gerade von on-premise nach Software-as-a-Service umgezogen wird, nicht mehr bei on-premise reingerechnet wurde, sondern nur noch bei Software-as-a-Service. Wenn man das macht, das ist ja so ein bisschen ein Blick in 1, 2, 3 Jahre in die Zukunft, wenn diese ganzen Migrationsprozesse abgeschlossen sind, dann stellt man fest, dass 75% des Umsatzanteils schon Software-as-a-Service sind. Das heißt, der gesamte Enterprise-Software-Markt bewegt sich ganz stark in die Richtung Software-as-a-Service. Das ist die erste Zahl. Die zweite Zahl kommt von Atlassian selber. Atlassian selbst hat schon im ersten Quartal 2020, also im ersten Quartal des vergangenen Jahres, 50% seines Software-Umsatzes mit Atlassian Cloud gemacht. 35% mit Server, 15% mit Data Center, aber 50%, die mit Abstand größten Umsatzanteil, hat Atlassian Cloud ausgemacht. Und wenn man diese beiden Zahlen kennt, also man weiß, dass der Enterprise-Software-Markt insgesamt sich in Richtung Software-as-a-Service bewegt, und man weiß, dass man selber, wenn man sich seine Zahlen anschaut, schon mit am meisten Geld mit Software-as-a-Service verdient, dann kann man ja eigentlich gar keine andere strategische Entscheidung treffen, außer zu sagen, die Zukunft liegt in der Cloud. Wenn so ein Ökosystemanbieter wie Atlassian jetzt aber so eine weitreichende Entscheidung trifft und so einen Plattform-Shift durchführt, dann ist das für alle eine große Veränderung und so auch für uns bei Cybert Media. Linspin ist auch heute noch eine App, die on-premise betrieben wird, also für Server und Datacenter verfügbar ist, aber nicht für die Cloud. Und deshalb haben wir uns als allererstes die Frage gestellt, wenn wir Linspin Cloud jetzt bauen,
welche Funktionen von Linspin On-Premise müssen wir denn dann in Linspin Cloud umsetzen, damit die Kunden, die Bestandskunden, die heute Linspin On-Premise nutzen, irgendwann, wenn sie dazu bereit sind, mit uns zusammen in die Cloud gehen werden und dort Linspin als ihr Intranet weiter nutzen wollen. Und die Ergebnisse dieser Gedanken, die stellt euch Sarah jetzt kurz vor. Und wenn wir in dem Zuge dann gefragt werden, ob Linspin Cloud denn genauso sei wie Linspin On-Premise, dann ist die Antwort darauf ein klares Jein. Wir bleiben weiterhin ein Social Intranet, welches dafür sorgen soll, dass Transparenz und Kommunikation in Unternehmen gesteigert und gestärkt werden. Aber ein bisschen was werden wir auch anders machen. Wir möchten das soziale Miteinander mehr in den Fokus rücken. Und damit bleibt es eben bei dieser Antwort, ist ein Jein. Irgendwie bleibt es gleich, aber es soll auch ein bisschen mehr sein. Und was dieses ein bisschen mehr bedeutet, dazu werden wir später noch ein bisschen was erzählen. Aber mit den Grundlagen starte ich jetzt direkt. Ein Intranet ist wie das digitale Zuhause für die Arbeit. Da jedes Zuhause bekanntlich auch etwas anders aussieht, kann man natürlich auch in Linspin Cloud Farben und Logo an die Wünsche des Unternehmens anpassen. So fällt es euren Kollegen auch gleich viel leichter, sich mit dem neuen System zu identifizieren und sich zurechtzufinden. Quasi alle Internetprojekte, die wir bisher durchgeführt haben, haben eins gemeinsam. Die Nachrichten sind ein elementarer Bestandteil der Kommunikationsstrategie. Das Intranet dient damit also als offizieller Informationskanal, um alles, was wichtig ist, zu kommunizieren. Und da unterschiedliche Standorte und Teams auch unterschiedliche Nachrichten benötigen, lässt sich natürlich auch in Linspin Cloud einstellen, an wen welche News kommuniziert werden sollen. Das Nachrichtenmagazin bildet dafür eine zentrale Stelle. Um Top-Down-Nachrichten auf der einen Seite zu kommunizieren und auf der anderen Seite bietet es die Möglichkeit, dass die Mitarbeiter selbst eigene Nachrichtenthemen abonnieren können, um sich so eine eigene Zentrale dafür zu bilden, was sie im Arbeitsalltag interessiert. Zusätzlich gibt es Funktionen wie zum Beispiel für später speichern oder auch die Möglichkeit, Blogartikel aus Confluence Cloud einzubinden. Und wer Nachrichten nicht nur konsumiert, sondern auch redaktionell betreut, wird sich über unseren schlanken und einfachen Editor freuen. Dieser hilft dabei, sich keine Gedanken über Typografie oder das Layout machen zu müssen, um schöne und einfach zu konsumierende Nachrichten verfassen zu können. Eine intelligente Verschlagwortung hilft dabei, Nachrichten zu kategorisieren. Und mit dieser Kategorisierung lässt sich dann auch die Personalisierung deutlich einfacher durchführen. Diese Themen helfen dann auch den Kollegen dabei, für sie interessante Nachrichten rauszusuchen und sich so ein Nachrichtenmagazin zusammenzubauen, die wirklich das Wichtigste für sie an Nachrichten bereithält. Und wenn wir schon darüber sprechen, das Intranet zu seinem digitalen Zuhause zu machen, dann ist eins natürlich ganz wichtig, die Profile. Hier finden sich die wichtigsten Profildaten zu den Mitarbeitern wieder, seien es Skills, Verantwortlichkeiten, Standorte, Telefonnummer, alles, was wirklich wichtig ist zu dem jeweiligen Mitarbeiter, lässt sich in dem Profil aufrufen. Zum Beispiel, welche Dinge habe ich mit anderen Kollegen gemeinsam? Wann war mein erster Arbeitstag? Was sind Dinge, die man auf jeden Fall über mich wissen sollte? Oder welchen Kuchen bringe ich zu meinem Geburtstag mit ins Büro? Aktuell sehen Unternehmensevents zwar noch ganz anders aus als vor 2 Jahren, aber natürlich ist der Bedarf, sich zu treffen, sich auszutauschen, gemeinsame Dinge zu erleben, trotzdem vorhanden. Und so sind natürlich auch Events ein weiterer wichtiger Bestandteil von Linspin Cloud. Hier lassen sich Events wie zum Beispiel die Grippeschutzimpfung, das digitale Sommerfest oder auch eine Schulung ganz einfach planen und für jeden Mitarbeiter im Unternehmen zur Verfügung stellen. Posts bieten eine zusätzliche Möglichkeit an, um die Kommunikation im Unternehmen zu stärken. Sie bilden quasi die Zwischenebene zwischen den top-down gesteuerten News und einzelnen Chatnachrichten ab. Mitarbeiter können Posts dafür nutzen, um sich aktiv zu beteiligen. Zum Beispiel, um über Projekte zu sprechen, um weniger E-Mails zu schreiben. Oder auch, um eigene Topics anzulegen, um sich über persönliche Interessen auszutauschen. Wie zum Beispiel eine Gruppe von Mitarbeitern, die sich für Yoga interessiert. Sie können die nächste Session planen oder alle, die gerne gärtnern, können ein eigenes Topic anlegen, um darüber zu sprechen, welche Tipps und Tricks es denn so gibt, um ein Hochbeet anzulegen. Posts bilden damit diese perfekte Zwischenebene ab, um aktive Kommunikation im Intranet zu fördern. Wir wissen, dass nicht alle Mitarbeiter im Unternehmen einen Arbeitsplatz mit Rechner haben. Für all diese und natürlich auch für alle anderen, die auch von unterwegs aus informiert sein möchten, bieten wir Linspin Cloud natürlich auch als Mobile App an. Und das Beste an dieser Mobile App ist, dass sich wirklich fast alles auch mit dieser administrieren und konsumieren lässt. So kann man quasi ein neues Intranet von unterwegs aus erstellen, News schreiben, ein Event anlegen. Wirklich alles, was am Rechner verfügbar ist, lässt sich auch mit dem Smartphone von unterwegs aus erledigen. Ja, vielen Dank, Sarah. Die Einblicke sind sehr spannend und machen Lust auf mehr, zumindest bei mir. Ich bin gespannt, was unsere Kunden davon halten werden. Hier in Hoppeln haben wir ja auch einen Chat. Insofern gebt gerne mal Feedback, wie euch die Layouts gefallen haben.
Jetzt hat 2020 aber noch eine andere Überraschung in petto gehabt, die ein klitzekleines bisschen größer war als die Abkehr Atlassians von Server und einschneidendere Wirkung hatte, nämlich Corona. Und wenn ich Corona sage, meine ich eigentlich eine Folge von Corona. Das ist das, was für uns wichtig ist, nämlich die rapide Verbreitung von Remote Work. Homeoffice gab es auch vor Corona schon, aber für die allermeisten von uns war Homeoffice eher die Ausnahme. Und durch Corona ist es für Millionen von Menschen plötzlich Alltag geworden. Und die Frage oder die Fragen, die sich daran anschließen für uns als Hersteller einer Internetsoftware sind erstens, ist das ein temporäres Phänomen, also hört Remote Work wieder auf, wenn Corona vorbei ist, gehen dann alle Leute wieder zurück ins Büro? Und die zweite Frage lautet, was verändert sich denn durch Remote Work eigentlich? Was ist anders, wenn man plötzlich zu Hause sitzt und arbeitet, als wenn man im Büro sitzt und dort arbeitet? Und die dritte Frage, zu der Sarah dann wieder kommen wird, wie müssen wir denn Linchpin verändern, um mögliche negative Entwicklungen, die daraus entstehen, abfedern oder abschwächen zu können? Fangen wir mit der ersten Frage an, also ob Remote Work nur ein temporäres Phänomen ist oder ob Remote Work bestehen bleibt. Und die erste Antwort auf die Frage gibt Jennifer Christie von Twitter, die da als Head of Human Resources arbeitet. Der eine oder die andere wird sich vielleicht noch an den Anfang der Pandemie erinnern, als plötzlich alle Mitarbeiter knall auf Fall ins Homeoffice gegangen sind, sich dort eingerichtet hatten, angefangen haben zu arbeiten und dann überraschenderweise einige Tech-Konzerne relativ schnell um die Ecke kamen und gesagt haben, och, passt eigentlich, funktioniert ganz gut. Und Jennifer Christie war diejenige, die für Twitter, die auch die ersten waren, damals die erste offizielle Pressemitteilung geschrieben hat. Und in der hieß es, opening offices will be our decision. When and if our employees come back to the office will be theirs. Übersetzt also etwa, Twitter macht zwar irgendwann die Büros wieder auf, aber die Mitarbeiter entscheiden selbst, ob und wann sie in die Büros zurückkehren werden oder ob sie gegebenenfalls auch ganz im Homeoffice bleiben. Eine andere, nicht ganz so radikale Antwort auf die Frage kommt von Salesforce. Salesforce ist als Unternehmen ja so ein bisschen konservativer als Twitter und die haben sich der Frage empirisch genähert. Jetzt hat Salesforce das große Glück, dass die schon seit langer Zeit einmal im Monat eine Mitarbeiterbefragung durchführen. Bei Salesforce arbeiten inzwischen 50.000 Leute und jeden Monat antworten etwa 20.000 davon oder nehmen 20.000 davon an dieser Mitarbeiterbefragung teil. Und die Antworten auf diese Mitarbeiterbefragung hat sich Peter Schwartz von Salesforce angeguckt, der da sowas wie ein Work-Futurist, könnte man sagen, ist. Direkt mit Anfang der Pandemie haben die Frage aufgenommen, ob die Mitarbeiter gerne ins Büro zurückkehren wollen oder nicht. Und da kann man so eine Wellenbewegung beobachten. Am Anfang haben alle gesagt, wir bleiben zu Hause. Dann nach einer Weile wollten dann deutlich mehr Leute wieder zurückgehen. Und dann hat sich die Zahl irgendwann so bei 60% eingependelt. Also 60% der Mitarbeiter von Salesforce sagen, sie wollen gerne im Homeoffice bleiben und nicht mehr ins Büro zurückkehren. Und Peter Schwartz kommt daher zu dem Urteil, Remote Work is here to stay. Und ergänzt sogar noch, it might even become the new norm. Jetzt sind Twitter und Salesforce ja so Silicon Valley Firmen, alle ganz hip und super trendy. Aber was sagen denn die deutschen Arbeitnehmer? Was sagen die deutschen Unternehmen dazu, ob es Remote Work weiterhin geben wird? Und dazu gibt es eine sehr schöne Studie von der DAK, der Deutschen Angestelltenkrankenkasse, die vor kurzem veröffentlicht wurde. Immerhin 7.000 Leute, die daran teilgenommen haben. Und von denen sagen ziemlich genau 77%, dass sie gerne auch weiterhin, also nach Corona, zumindest teilweise im Homeoffice bleiben wollen. Was also ziemlich sicher scheint, ist, dass Remote Work nicht weggehen wird. Vermutlich wird es irgendeine Hybridform geben. Die Leute werden 2 bis 3 Tage die Woche im Homeoffice bleiben, werden 2 bis 3 Tage zurück ins Büro gehen. Aber es wird eine Veränderung der Arbeitswelt geben. Und die zweite Frage, die wir uns deshalb gestellt haben oder über die wir nachgedacht haben, was für Veränderungen gehen denn mit Remote Work einher, scheint eine große Relevanz zu haben. Was verändert sich also durch Remote Work? Auch auf diese Frage gibt es inzwischen einige Antworten, einige Studien und Beobachtungen, die sich damit beschäftigen. Und die erste Antwort, die wir uns anschauen wollen, kommt auch aus einer deutschen Studie aus dem März 2021. Auch immerhin 3.000 Teilnehmer, die an der Befragung teilgenommen haben. Und von denen 78% sagen, dass ihnen der direkte Kontakt zu ihren Kolleginnen und Kollegen fehlt und dass sie in der Folge den Eindruck haben, dass sich wichtige soziale Beziehungen am Arbeitsplatz zunehmend auflösen. Und dieses Zitat trifft eigentlich ganz gut das, was alle anderen Studien auch herausgefunden haben. Eine zweite, sehr umfangreiche Analyse hat Microsoft durchgeführt. Die geben seit einiger Zeit jährlich den sogenannten Work Trend Index heraus.
Da gucken Sie sich die eigenen Daten, die Sie mit Ihren Produkten generieren, an und gucken, was sich da verändert hat und führen auch noch Befragungen durch und andere Studienarten. Die werden dann sehr breit ausgewertet in Kooperation mit ganz vielen Universitäten. Und der Titel des Work Trend Indexes 2021 trägt lustigerweise den Titel The Next Great Disruption is Hybrid Work, also Remote Work und die Arbeit im Büro vor Ort, dieses Hybrid. Und auch da gibt es ein sehr schönes Zitat, das die Ergebnisse zusammenfasst. The shift to remote work shrunk people's networks. Companies became more siloed than they were pre-pandemic. Und das Interessante an der Studie ist noch, wenn man sich so Netzwerke anschaut, dann beginnen immer erst die Kontakte, die außen in den Netzwerken sind, zu bröckeln und sich zu lösen. Das heißt, die Kontakte im Team, die sehr eng sind, die Leute, mit denen man ohnehin sehr eng zusammenarbeitet, das bleibt am Anfang noch bestehen. Aber die ganzen anderen sozialen Beziehungen, die man auf der Arbeit so hat, die Leute, die man in der Teeküche trifft, die Leute, die man in der Kantine trifft, die Leute, mit denen man zusammen zur Arbeit fährt, das sind alles die Kontakte, die man plötzlich nicht mehr hat, die ganzen zufälligen Begegnungen, die nicht mehr da sind. Es gibt den sehr schönen Begriff von den Watercooler-Moments, der in der Studie aufgegriffen wird. Und die gehen eben verloren in so einem Remote-Work-Setting. Und zum Schluss noch ein Zitat von Matthew Lieberman, der ist Professor für Psychologie an der University in California in Los Angeles. Der sagt, our need to connect is as fundamental as our need for food and water. We suffer when our social bonds are threatened. Er vergleicht also das Bedürfnis des Menschen nach sozialen Kontakten mit dem Bedürfnis nach Nahrungsaufnahme. So essentiell stellt er das dar. Und natürlich ist es so, wenn man weniger mit Menschen Kontakt hat und vielleicht auch dauerhaft dann weniger mit Kollegen Kontakt hat, dann geht da irgendwas verloren und das Bedürfnis wird nicht befriedigt. Ich glaube, dass diese wissenschaftlichen Erkenntnisse sehr gut das widerspiegeln, was man selbst auch erlebt hat in den letzten 12 bis 18 Monaten. Am Anfang, als man ins Homeoffice gegangen ist, hat man noch so ein sehr solides Fundament an sozialem Kapital gehabt, auf dem man aufbauen konnte. Man kannte die Leute sehr gut, hat teilweise jahrelang mit denen zusammengearbeitet. Es gab nicht den Bedarf, sich täglich zu sehen. Aber je länger man im Homeoffice ist, je länger man die Kolleginnen und Kollegen nicht sieht, desto schwieriger wird es, diese sozialen Beziehungen aufrechtzuerhalten. Und deshalb haben wir uns die dritte Frage gestellt und wir haben darüber nachgedacht, was können wir denn als Intranet-Hersteller mit Linchpin machen, um diesen Trend, diese negativen Effekte abzuschwächen? Wie können wir die sozialen Netzwerke stärken? Wie können wir Silos aufbrechen? Wie können wir dafür sorgen, dass die Menschen diese Entfremdung, diese soziale Entfremdung nicht haben? Und auch dazu haben wir ein paar Konzepte und Layouts mitgebracht, die Sarah euch wieder vorstellen wird. Genau, wir setzen mit Linchpin Cloud genau dort an. Unser Produkt ist ein wirkliches Social Intranet, welches das Bedürfnis des Einzelnen, aber auch die Interessen des Unternehmens nach sozialer Zugehörigkeit mehr in den Fokus rückt und einfach dafür mehr Raum bieten soll. Wir geben den sozialen Themen im Arbeitsumfeld ganz bewusst mehr Raum und fokussieren uns auf die Verbindungen zwischen Menschen und Teams. Mit Linchpin Cloud möchten wir eine Arbeitsumgebung schaffen, in der Anerkennung und Respekt einen hohen Stellenwert einnehmen. Wir sind davon überzeugt, dass Spaß bei der Arbeit ausdrücklich dazugehört. Denn All Work, No Play war gestern. Ein ganz wichtiges Thema in jedem Unternehmen ist das Onboarding. Nicht nur in Zeiten der Pandemie, sondern natürlich auch davor und darüber hinaus geht es darum, neue Mitarbeiter einen guten Start im Unternehmen zu ermöglichen. Dabei soll unser Flugplan helfen. Denn stell dir vor, du fängst in einem neuen Unternehmen an, alles ist ganz neu, neue Kollegen, neue Aufgaben, da ist man schon ziemlich aufgeregt. Und wenn das Ganze dann auch noch remote stattfindet, ist das Bauchkribbeln natürlich nochmal umso stärker. Unser Flugplan hilft dabei, dich mit kleinen Aufgaben in diesem Onboarding-Prozess zu begleiten. Es hilft dir, dich im Unternehmen zurechtzufinden, ein Netzwerk auszubauen, die sozialen Strukturen kennenzulernen und alles, was eben notwendig ist, um einen wirklich richtig guten Start im Unternehmen zu haben. Und das Besondere an diesem Flugplan ist, dass der nicht beim Onboarding endet. Das heißt, auch darüber hinaus stellen wir immer wieder kleine Aufgaben zur Verfügung, die dabei helfen, dich zum Beispiel weiterzubilden, dein Netzwerk aufzubauen und alles, was eben dazugehört, um wirklich gerne in deinem Unternehmen zu arbeiten. Ganz egal, ob man gemeinsam im Büro sitzt oder remote arbeitet, etwas ganz Wichtiges ist, die Stimmung im Unternehmen zu erkennen. Das fällt nicht immer so einfach. Und dabei hilft ein sogenanntes Stimmungsbarometer weiter. Es fragt die Kollegen, wie es ihnen heute so geht. Gibt es etwas, was sie beschäftigt, was ihnen auf der Seele liegt, worüber sie gerne sprechen würden? Was läuft gerade nicht so gut? Oder läuft gerade einfach mal alles rund? Antworten auf diese Fragen können dabei helfen, die Unternehmensstimmung zu verbessern. Sie fördern die Transparenz, den Austausch und helfen dabei, gemeinsam Lösungsideen zu erarbeiten. Diese einfache Frage, wie geht's dir denn so heute, kann vermutlich jeder relativ einfach beantworten.
Linchpin Cloud bietet hierfür ein kleines Widget auf dem Dashboard an, was mit Smileys diese Stimmung abfragen soll. Mit Linchpin Cloud möchten wir Mitarbeiter zusammenbringen und das Gemeinschaftsgefühl stärken. Dabei helfen kleine Challenges, also spielerische Aufgaben, die dabei helfen, sich besser kennenzulernen und gemeinsam ein Ziel zu verfolgen. Das kann zum Beispiel der Aufruf an einem Firmenlauf sein, der Wunsch danach, die lustigste Kaffeetasse, die man zu Hause im Schrank stehen hat, zu posten oder der Aufruf für ein Upcycling-Projekt. Diese Challenges sind fix im System vorhanden, aber wir von CybertMedia möchten auch regelmäßig neue Challenges zur Verfügung stellen, passend zur Jahreszeit, zu aktuellen Themen oder einfach mal so zwischendurch. Intranet-Verantwortliche können dann entscheiden, ob sie diese Challenges nutzen möchten und sie ihren Kollegen zur Verfügung stellen. Natürlich können auch eigene Challenges eingebracht werden, von Intranet-Verantwortlichen genauso wie von Mitarbeitern. Und um möglichst viel Aufmerksamkeit für eine solche Challenge zu generieren, helfen die Stories. Das sind kurze Videos, die für 24 Stunden zur Verfügung stehen und mit einem kurzen Text versehen werden können, die man dann mit den anderen im Intranet teilen kann. Solche Stories können einerseits für diese Challenges genutzt werden, aber natürlich auch für ganz andere Dinge. Zum Beispiel, um einen Projektabschluss zu feiern, auf ein Firmen-Event hinzuweisen oder auch, um sich als neues Teammitglied im Unternehmen vorzustellen. Wir haben eben schon von Sepp gehört, dass diese spontanen Begegnungen in der Kaffeeküche oder auf dem Flur in dieser digitalen Arbeitswelt verloren gehen. Man trifft sich halt nicht mehr einfach mal so spontan, tauscht ein Lächeln aus oder startet einen kurzen Smalltalk mal so ganz nebenbei, um ein bisschen den anderen Kollegen kennenzulernen. Mit Linchpin Cloud möchten wir da ansetzen und Funktionen anbieten, die dabei helfen, Mitarbeiter näher zusammenzubringen. Zum Beispiel mit kleinen Widgets auf dem Dashboard, die einem anzeigen, wer heute Geburtstag hat. Mit einem Klick kann man dem Kollegen gratulieren. Gleiches natürlich auch für ein Jubiläum. Neue Mitarbeiter werden ebenso auf dem Dashboard dargestellt. Mit kurzen Klicks kann man diesen Mitarbeitern dann einen guten Start im Unternehmen wünschen. Mit Linchpin Cloud möchten wir die Möglichkeit bieten, sogenannte Kudo-Kärtchen digital zu versenden. Ein weiteres Feature in Linchpin Cloud sind die sogenannten Coffee Talks. Das ist ein Hinweis auf dem Dashboard, der mich dazu animiert, doch einfach mal eine kurze Kaffeepause mit einem Kollegen zu starten, der ähnliche Interessen hat wie ich. Wer vielleicht doch etwas mehr Zeit hat als nur eine kurze Kaffeepause, kann das Social Lunch Feature nutzen. Dafür möchten wir wirklich ein Social Lunch anbieten. Das heißt nicht nur die Auswahl, was ich heute gerne essen würde, sondern dass man sich mit Kollegen trifft, mit denen man ansonsten gar nicht so viel zu tun hat, die eben nicht in dem eigenen Team arbeiten. Und so kann man einfach mal über den eigenen Tellerrand hinausschauen und die Mittagspause mit einem Kollegen verbringen, der einem einen ganz neuen Blick auf die Dinge geben kann, die einen so beschäftigen. Eine Sache, die wir bisher komplett vorenthalten haben, die aber eigentlich ganz zentral ist, weil es einfach das Erste ist, was man sieht, wenn man ein Intranet aufruft, ist das Dashboard. Hier seht ihr jetzt schon viele Elemente wieder, die wir jetzt bisher schon erwähnt haben. Seien das die News, die Posts, Stories, die Erinnerung daran, dass ein Kollege heute Geburtstag hat. All diese Elemente finden sich auf dem Dashboard wieder. Und das Besondere an diesem Dashboard ist, dass es nicht statisch ist, sondern sich im Laufe der Zeit, also des Tages oder der Woche, verändert. Das heißt, die Elemente darauf verschwinden oder tauchen auf, je nachdem, was ich schon getan habe und was für mich noch relevant sein könnte. All diese Funktionen helfen dabei, das Intranet zu etwas wirklich Persönlichem zu machen. Etwas, das nicht nur top-down gesteuert wird, sondern das jeder Mitarbeiter auch selbst noch beeinflussen kann. Außerdem haben wir vorgesehen, dass diese rechte Spalte, die wir hier auf dem Dashboard sehen, zusätzlich individualisiert werden kann. Das heißt, der linke Teil, der wird top-down gesteuert, der kann beeinflusst werden von den Intranet-Verantwortlichen, während der rechte Teil, diese schmale Spalte, von jedem Mitarbeiter individuell zusammengesetzt werden kann. Widgets können hinzugefügt werden oder ausgeblendet werden, vergrößert werden, je nachdem, was für mich relevant ist und was ich da gerne sehen würde. Somit schaffen wir es, das Intranet zu der Zentrale der Zusammenarbeit zu machen, über diese klassischen Funktionen hinaus. Wir machen es zu einem Intranet plus einem Social Hub. Sehr schön. Wenn wir schon Linchpin Cloud hätten mit all diesen Funktionen, würde ich dir jetzt eine Kudo-Karte schreiben. Dankeschön. Sache, und mich dafür bedanken, dass du uns diese tollen Layouts und Konzepte gezeigt hast und so toll vorgestellt hast. Zum Schluss haben wir noch eine Bitte an euch. Und zwar würden wir euch Linchpin Cloud, den aktuellen Entwicklungsstand, aber auch die Ideen, die wir noch für die weitere Entwicklung haben, gerne in einer kurzen Live-Demo zeigen. Dafür wollen wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen für jeden Einzelnen, der daran teilnimmt. Wir haben so 20 Minuten ungefähr als Timeslot vorgesehen. Und ihr könnt euch unter cybert.biz/clouddemo einen Termin klicken. Und um euch die Entscheidung zu erleichtern, werden wir für jeden Teilnehmer, der die Live-Demo mit uns macht und eine Umfrage im Anschluss ausfüllt, eine Sonnenblume auf unserem Acker pflanzen.
Oder noch besser, Martin und ich werden eigenhändig auf den Acker gehen und die Sonnenblumen pflanzen. Und ihr kriegt von uns ein kleines Care-Paket nach der ersten Ernte. Vermutlich werden ein paar Äpfel drin sein und ein paar Kräuter. Und vielleicht haben wir Glück und wir können auch noch ein paar Sonnenblumenkerne hinzufügen. Also wenn ihr Martin und Sepp mal so richtig ackern sehen wollt, nutzt die Gelegenheit und bucht einen Termin. Die Adresse ist nochmal seibert.biz/clouddemo. Vielen Dank und wir freuen uns auf euer Feedback. Und sehen euch gleich in der Q&A-Session.